Grüß dich, Lal, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, wo bin ich hier? Ich bin in Byzantien. So, glaube ich, spricht man das aus. Geschrieben wird es ein bisschen anders. Oben links kann man es sehen, aber ausgesprochen wird es, denke ich, schon so, wie ich es gesagt habe. Ja, wurscht. Was mache ich hier? Warum ist das hier verbrannt? Warum sind hier ein Haufen, ja, Kriegsnarben, würde ich mal fast sagen. Es hat sich ein bisschen was getan und ich habe jetzt trotzdem mich noch mal ein bisschen umentschieden. Wer weiß, kurz mal einen Blick auf die Karte, um das wieder ein bisschen zu erklären. Beim letzten Mal waren wir ja hier in Arkadien. Da ist ja nach wie vor ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Dann bin ich ja noch mal zurück und habe hier eine Ruine noch erkundet. Da haben wir uns eine uralte Tafel geholt. Wer aufmerksam geguckt hat, wird das mitbekommen haben. So, dann bin ich halt nochmal auf eigene Faust zurück. Der Status mit 2 Söldnern war noch immer aktiv. Klar, wie auch sollte es anders sein. Gott sei Dank wurde da nicht irgendwie was zurückgesetzt. Die Angst hatte ich schon. Und dann habe ich aber das Pech gehabt, dass auch ein Level 40 Söldner auf mich angesetzt war. Und ich zu dem Zeitpunkt noch Level 38 war. War es natürlich, meiner Meinung nach, mit meiner aktuellen Rüstung und meinen aktuellen Waffen eher unmöglich ist, da zu gewinnen. Vielleicht mit ganz, ganz viel Anstrengung und trotzdem viel Glück. Aber wenn 2 Söldner ausgesetzt sind oder angesetzt sind auf mich, so muss man sagen, dann ist meistens der zweite nicht weit. Gut, dachte ich mir, nein, scheiß drauf, das wird so nix, solange ich Söldner auf mich angesetzt habe, die mich da dementsprechend weghauen, muss ich noch ein bisschen was machen. So, gesagt, getan, Quests durchgeguckt und wir hatten hier bei dieser Odyssee mit einem Ort, den man zu Hause nennt, hatten wir auch der Eroberer noch aktiv. Das ist natürlich jetzt hier weg, weil die habe ich gerade abgeschlossen. War eine ganz interessante Quest, sage ich mal. Oh, da läuft eh schon wieder einer rum, aber ich habe kein Kopfgeld, also ist alles gut. Byzantien musste ich quasi ein paar Aufgaben erfüllen, war relativ einfach. Es war in ganz Byzantien, waren 4 Helden verstreut. Die habe ich erledigen müssen. Eine davon war sogar ein Kultist. Dieser hier, Denara oder Denera, irgendwie so. Das war eine Kultistin. Das war ein schwieriger Kampf gegen die, muss ich ehrlich zugeben. Und dann konnte ich, weil die Staatsstärke so geschwächt war, konnte ich dann auch eine Eroberungsschlacht durchführen an Seiten Spartas, an der Seite von Stentor. Das ist eigentlich das, was jetzt wichtig ist dabei. Wer sich erinnern kann, ein paar Folgen zurück, Megaris, wo wir das erste Mal Nikolaus getroffen haben, unseren damals, zu dem damaligen Zeitpunkt der vermeintliche Vater, ja, und hat sich herausgestellt, dass es nicht so ist. Und dessen Sohn, zweiter Sohn, anderer Sohn, der Stentor, wer sich noch erinnern kann, eben, den habe ich hier wieder getroffen. Der ist mega, mega sauer auf mich. Noch immer. Komm, erzähl dich. Ich habe keinen Bock auf die Wildschweine. So. Und. Oh, interessant. Hä? Ich muss mit ihm sprechen. Alles klar. Na los, na los. Und ich werde jetzt nicht gleich ganz reinreiten, damit ich noch das fertig erzählen kann. Dem habe ich trotzdem geholfen, auch wenn er mich umbringen wollte zum Schluss, und habe die Eroberungsschlacht an Seiten von Sparta gekämpft. Haben auch einen Söldner ausgeschaltet, einen Polemarchen ausgeschaltet, und war eine krasse Schlacht, war sehr, sehr geil. Ja, jetzt sind wir hier. Level Up ging sich aus damit. Auf EP bekommen mit den ganzen Vorarbeiten. Aber jetzt habe ich mir eben gedacht, machen wir noch das hier weiter. Das letzte Rätsel, die Weisheit der Sphinx. Diese Odyssee zwischen zwei Welten ist echt fett, also die Quests, was da beinhaltet sind, werden definitiv viel Arbeit erfordern, und das mit der Zuhause-Odyssee, ich kürze das einfach ab, das geht es dann eben weiter, wenn wir Level 40 sind, wo wir dann wieder in Arkadien uns um Lagos kümmern. So, immer ein Haufen Minuten Aufklärungsarbeit, ist momentan ein bisschen kreuz und quer, aber ich muss das so durchziehen, finde ich, weil es anders einfach stellenweise unmöglich ist. So sehe ich das zumindest. Ich bin jetzt gespannt, ob ich jetzt ein Artefakt bekomme, wie man hier sieht, die Tore von Atlantis, weil wir sind ja in Byzantien, auch hier steht ja, ein Artefakt ist in der Region Byzantien, und das ist eben die erste Quest dazu. Die Weisheit, das letzte Rätsel. Ich bin gespannt. Schauen wir jetzt einfach mal, was passiert und was der jetzt zu sagen hat. Lager. Das ist, Gorgias ist hier irgendwo. Das ist übrigens hier eine Anschlussquest an
an den Ort, wo ich eben schon mal war, wo ich die Tore zu Atlantis entdeckt habe, zu der versunkenen Stadt. Nur mal hier kurz, da habe ich auch schon mal angeschnitten. Hier, Tor zur verlorenen Stadt, aka Atlantis, auf der Insel Thera. Dort habe ich ja meinen richtigen Vater getroffen, was irgend so ein weiser Mann ist. Und der hat mich ja quasi mit der Aufgabe gesegnet, belegt, dass ich hier, Das muss der Mann sein, von dem Pythagoras sprach. Wo ich hier ein paar Infos bekomme. Schauen wir mal. Der Bau der Sphinx. Beeindruckend. Oh je, ein Söldner. Was machst du eigentlich hier? Ich heiße Gorgias. Ich erforsche schon mein Leben lang die Geschichte von Böotien und der Peloponnes. Ich suche nach dem fehlenden Teil dieses Amuletts. Ah ja, sie sind mir bekannt. Ich suchte kürzlich eins von ganz ähnlicher Größe. Wo ist das? Mein Lehrling sollte den genauen Fundort in Lokris ausfindig machen. Er ging, um es zu holen, doch er kam nie zurück. Ja, es klingt es leicht, ich weiß, dass es nicht so ist. Ich werde tun, was in meiner Macht liegt, um deinen Lehrling zu finden. Ich bin sehr dankbar für deine Hilfe. Ich mache mir große Sorgen um Pibos. Ibos, ja, ich brauche jetzt Keine nicht Sorge, nachfragen. ich finde heraus, was mit Pibos geschah. Gut, das war ja auch fast zu leicht, dass man hier so, hier hast du ein Artefakt, gib mir 500 Drachmen und let's fetch so quasi. Ah, klar, dass das nicht so passiert. So. Ja, nachdem ich im geführten Modus bin. Gott sei Dank ist es nicht so weit. Diese Wildschweine hier. In Würzchen sind echt viele Wildtiere, die einen permanent angreifen Da wollen. Das vorne ist ein ist er. bisschen lästig, um ehrlich zu sein. Der ist sicher wahrscheinlich irgendwie umringt von Wildtieren. Komm schon. Da liegt ein Tier rum. Ja, Das muss irgendwas. Pibos sein. Oder was von ihm übrig ist. Vielleicht hat die Kreatur das Amulett ja verschluckt. Und abgeschlossen, WTF. Okay. Sie passen perfekt zusammen. Das muss der Schlüssel sein. Erwecke der Mythos. Ich bin gerade. Okay. In der Statue. Alles klar. Interessant, was man hier. Ich werde jetzt aber trotzdem. Ich werde. Man bekommt 41. Der EP Boost, Freunde, das zahlt sich echt einfach doppelt und dreifach aus, finde ich. Ernsthaft. So leicht es dann klingt und so Und los. und dann muss ich ein gecheatet das Ganze vielleicht wirken mag, aber ich finde, das macht halt einfach mega Sinn, weil man bekommt stellenweise echt übertrieben viel EP, aber stellenweise, wo man wirklich denkt, man bekommt, man sollte mehr EP bekommen, bekommt man dann auch wirklich mehr. Also ich finde es schon gerecht, sagen wir mal so. So, ich bin jetzt auch kurz in dieser Stadt, um einen Schnellreisepunkt zu synchronisieren. Das machen wir jetzt gleich noch mit, im Zuge dessen. Ja, überall ein Haufen Orte. Ja, da müssen wir wieder zurücklaufen, diese Statue, wo wir vorher standen. So. Jawohl. Ikaros Wahrnehmung weiter. Ich habe bald eben auch Ikaros Wahrnehmung auf maximal. Da bin ich schon gespannt, welche Auswirkungen das hat. Beziehungsweise bekomme ich eine neue Fähigkeit. Um es vielleicht hier anzuteasern. Da gehe ich jetzt nicht rein, weil das könnte schlimme Folgen für mich haben. Da kann ich nämlich auch mit Ikaros einen Angriff durchführen, wenn ich das so nennen darf. So, jetzt müssen wir wieder raus aus diesem Kaff. Horus spackt ein bisschen rum. Ich hoffe, ich komme hier wieder. Ah, wie oft wird's. Wie riesig ist dieses Haus des Anführers? Interessiert mich nicht. Springt auch genau in meinen Reitweg.
dumme Uschi. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht hier ein bisschen kritisieren mag nach all den Spielstunden, ist echt, dass wenn man eine Eroberungsschlacht gemacht hat, kann man direkt danach schon wieder den aktuellen Anführer quasi schwächen, angreifen und wieder direkt, mich auf die andere Seite schlagen. Das ist immer so ein Hin und Her. Das finde ich eigentlich echt, das ist das Negativste an dem Ganzen, weil es wirklich geil wäre, wenn ich sage, ich schlage mich im Verlauf des Spiels auf eine Seite, hab da eben die Möglichkeit dazu und kann auch dementsprechend dann zum Beispiel meine Gebiete, wenn ich für Sparta kämpfen würde, auch Gebiete verteidigen für Sparta. Die Statue, sie ist weg. Wer hat das in der kurzen Zeit einfach der Typ liegt, ja, moin, komm, steh auf. Das funktioniert wohl nur bei Nacht. Ich komme wieder, wenn es dunkel ist. Das funktioniert nur bei Nacht. Ja, Bruder, da müssen wir mal kurz eine Runde meditieren. So. Coole Fähigkeit, muss man so sagen. Ah, da kommt schon der Geier. Der Tricksack. Alter. Wen haben wir denn da? Hoffentlich hältst du länger durch als dein Vorgänger. Bei den Göttern! Die Statue lebt! Ich bin keine Statue, Kind. Wenn du nicht begreifen kannst, wer vor dir steht, wie willst du mich unterhalten? Alles klar, das würde ich jetzt gerne mal wissen. Was bist du? Die Sphinx, die Hüterin von Wahrheit und Wissen. Warum bist du hier? Die Götter schickten mich, um etwas zu schützen. Seitdem bin ich hier und bewache es. Oh, deswegen bin ich gar nicht hier. Nein? Dann sag mir, Winzling, warum bist du hier? Ich traue mich nicht, als in den offenen Kampf zu gehen und ihr zu drohen, weil mich die ganz sicher zerquetscht. Du beschützt einen Gegenstand von großer Macht. Ich soll ihn dorthin zurückbringen, wo er hingehört. Ein sehr edles Motiv. Doch leider kann ich deiner Bitte nicht nachkommen. Es steht viel auf dem Spiel. Ich gehe nicht ohne ihn. Die Macht, die ich schütze, ist nichts für Willensschwache. Ich kann widerstehen. Man muss alles riskieren, wenn man nach Wissen strebt. Wenn du klug auf meine Fragen antwortest, hast du dich als würdig erwiesen. Ah, ein Rätsel. Okay. Was ist groß und wächst doch nicht? Hat Wurzeln, die niemand je sah und überragt jeden Baum. Ein Berg. Wie faszinierend. Was des Nachts offenbar, wenn auch nicht auf Geheiß, ist des Tages verborgen, selbst wo zu suchen man weiß. Der Mond, Freunde, der Mond. Der Mond. Ich sehe die Weisheit in deiner Antwort. Ich lebe und atme doch nicht. Ich bin kalt im Leben wie im Tod. Hab niemals Durst, doch trinke immer. Ah, what the fuck? Du bist ein Krokodil. So viel Fantasie. Du bist wirklich interessant. Aber das ist richtig. Nun, nimm, was du gelernt hast und berühre die Symbole, die deinen Antworten entsprechen. Digga. Geiler Scheiß. Einmal das hier. Und der Berg. Und das Krokodil brauche ich noch. Wo ist das Symbol für Krokodil?
Ich habe Angst vor der Ollen. Ja, Sonne, Sterne, Baum. Welches Zeichen könnte fürs Krokodil stehen? Ich habe Angst. Ich weiß, wenn ich verkacke, dass hier eine auf den Latz gibt. Obwohl das mit dem Wasser könnte vermutlich stimmen. Ich hoffe, das ist richtig. Ha, wie jene, die vor dir kamen, hast du versagt. Scheiße. Muss ich... Ja, komm, Digga. Nicht dein Ernst. Ah, Alter. Ich habe einfach das letzte Zeichen verkackt. Mit dem... Ich weiß nicht, welches fürs Krokodil steht. Wow. Nein, 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 nein. Nein, komm. Boah. Entweder war das knapp oder knapp. Ah, leck mich doch. Was für eine witzige Quest. So. Ich habe jetzt mal kurz bis zur Nacht vorgespult. Wir starten das Rätsel nochmal. Ich habe auch ein bisschen nachgeforscht. Sie ist weg. Und ich habe da einen Fehler gemacht. Das mit dem Krokodil war eine falsche Antwort. Weil deswegen gab es auch kein Symbol dafür. Da muss man echt aufpassen. Hey, das nicht überspringen. Hallo? Wen haben wir denn? Bei den Göttern. Ich bin... Ja. Oh, deswegen bin ich gar nicht... Nein? Dann sag mir... Oh, das Artefakt. Du beschützt ein Gegenstand. Ein sehr edles. Es steht viel auf... Die Macht, die ich... Ich kann wieder... Man muss alles riskieren, wenn man nach... Was ist immer alt und manchmal neu? Nicht immer da, doch immer treu? Niemals leer, doch manchmal voll? Niemals schief? Nur immer zieht. Aha. Ich muss das eben, ich muss mir das auch merken, was ich antworte. Okay, bei der Frage ist der Mond. Der Mond. Eine interessante Wahl. Was ist groß und wächst doch nicht, hat Wurzeln, die niemand je sah und überragt jeden Baum. Ja, das haben wir schon gehabt. Das war aber auch richtig. Das ist trotzdem ein Berg. Ein Berg. Wie faszinierend. So klein wie dein Daumen. Leicht in der Luft. Hörst mich vielleicht, bevor du mich siehst. Aber da bin ich sicher. Weil ich vorhin schon das Kolibri-Symbol gesehen habe bei diesen Symbolen, nehme ich auch den Kolibri. Eine Mücke gibt's nicht. Ein Kolibri. Wie klug du bist. Du bist wirklich interessant. Nun, nimm, was du gelernt hast und berühre die Symbole, die deinen Antworten entsprechen. Okay. Jetzt aber. Jetzt sind wir auf einem guten Weg. Mond haben wir. Das sollte doch der Mond sein, ja. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht verklicke. Dann der Berg. Und der Kolibri. Da drüben. Ja, das ist der Clou dabei. Es gibt kein Krokodil. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, ich habe echt Schiss hier. Wie krass. Alter.
Auf einmal ist es eine Kugel. Witzig. Wow, Schatz der Sphinx. Genial, ich habe eine Galeonsfigur bekommen. Ja, schön. Ja, Level 40 haben wir wieder sau viel EP bekommen. Genial. Krass, richtig geil gemacht, ohne Scheiß. Also so sehr ich die ganzen Quests mit den Schlachten, mit den Töten, mit dem Aufspüren und toll finde, wie sie das gestaltet haben. Das ist definitiv eine Top-Brain-Aufgabe, muss man echt sagen. Weil das Lustige ist eben das, wie beim ersten Versuch, sie hat mir nicht gleich gesagt, dass meine Antwort falsch ist. Aber ich habe gesehen, am Schluss bei den Zeichen anklicken, war halt ich dann einfach der Idiot, so muss man es wirklich sagen. Kurz zur Aufklärung, warum ich das jetzt hier auf Anhieb dann geschafft habe. Ich habe im Internet ein bisschen nachgelesen und es hat sich eben herausgestellt, dass die bei jedem Versuch andere Fragen stellt. Das konnte ich nachlesen und klar, es gibt auch eine Auflistung, die habe ich auch mir kurz mal durchgelesen, welche Fragen es gibt. Es gibt insgesamt 12 verschiedene Fragen und auch jede mit einer anderen Antwort. Gut, aber wir haben uns beim ersten Versuch eben zweimal vertan, wenn man es genau nimmt, weil ich habe dort auch schon beim ersten Mal Mond gesagt, das war ich eigentlich auch falsch. Und dass es kein Krokodil eben ist, ist auch Fakt. Es wäre der Fisch gewesen, weil eben Fisch hätte als Auswahlsymbol hier hinten existiert. Gut. Nun ja, dann lassen wir es gut sein. Level 40. Wuhu, wir kommen dem Levelende immer näher. Dem Spielende hoffentlich nicht, auch wenn der Fortschritt was anderes sagt. Geil. 10 Level noch, dann haben wir Max Level. Dann bin ich gespannt, was wir da für geile Sachen dann noch bekommen. Welche Quests uns welche Rätsel noch bringen und welche Söldner, Hauptmänner uns noch gegenüberstehen. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, war echt genial, würde ich mal selber jetzt behaupten. Ansonsten gerne Feedback in die Kommentare und für die Neuen abonnieren, rechts im Bild zur letzten Folge. Ich hoffe, ich vergesse nicht, längst hat man trotzdem der Welt. Ich bin raus, tschüss, ciao und bye bye.